So, man sehen. Eroch. Ja, hey yo Leute, und da sind wir wieder bei der Jojo-Meter-Produktion in Minecraft-Technik 1.6.4. Wir haben das letzte Mal hier begonnen, diese drei Maschinen aufzustellen, plus da oben. Ich habe noch mal ein bisschen was gemacht. Ich habe nämlich jetzt die hier vier Ultimate Hybrid Solarzellen. Die habe ich jetzt, also die restlichen, die ich da unten hatte, habe ich noch hier nach oben geholt. Und ja, funktioniert eigentlich soweit alles ganz gut. Hier unten ist der Scanner jetzt mittlerweile fertig. Der hat jetzt auch schön Energie. Hier kommt jetzt natürlich auch etwas mehr an. Wenn ihr hier sehen, ja, wir haben jetzt 6,6 Millionen EU von 100 drin. Ist ja, ein guter Amount, ein gutes, wie sagt man Amount? Was heißt Amount? Inhalt wahrscheinlich. Na, ich glaube, ist Inhalt. Ja, hier ist das Ganze jetzt durchgelaufen. Dieses Uran, genau, Uran haben wir reingeschmissen und das wird dadurch durch das Scannen leider zerstört. Aber wir haben es jetzt rausgekriegt und man kann es tatsächlich herstellen und zwar 6BUM. Steht jetzt hier. Das heißt, wir brauchen 6 Buckets von Jojo-Meter plus 200k EU, also 200.000 EU, und dann kriegen wir das Uran raus. Und jetzt können wir hier Delete, wenn wir es nicht wollen, oder Save, wenn wir es jetzt speichern wollen, auf diese Crystal Memory, die habe ich mal hier reingelegt. Dann können wir hier jetzt mal safen. So. Und jetzt ist das da drauf. Jetzt sehen wir da Item Uranium Ore, Jojo Meter 6775 Millibuckets plus 200.000 EU. Diese Crystal Memory können wir jetzt hier reinlegen. Oder? Oder geben wir das nicht zu? Aha. Oh, habe ich jetzt was falsch gemacht? Moment. Ah, jetzt ist es drin. Jetzt haben wir es da drin gespeichert. Ja, jetzt haben wir es dann doppelt gespeichert. Können wir das hier wieder löschen? Ne, können wir nicht. Aber jetzt können wir, glaube ich, Moment mal, können wir diese wieder löschen, vielleicht. Oder können wir die mehrere Male für brauchen? Na, weiß ich jetzt gar nicht, weil jetzt haben wir das hier drin gespeichert. Und jetzt irgendwie was machen, damit können wir ja jetzt nicht mehr. Ja, zur Sicherheit lege ich es mal wieder da rein. Mal sehen. Vielleicht können wir es dann wieder überschreiben oder so. Jetzt, Energie ist ja nicht drin. Ich erkläre euch nachher gleich, was das da, Ganze da soll. Jetzt pumpen wir hier mal Jojo-Meter ein bisschen raus. Ja, da haben wir mittlerweile wirklich einen guten Satz davon da. Auch einen guten Amount, wie man so schön sagt in Englisch. So, dann macht man da Ofen. Da oben. Rechtsklick. Da ist der Ofen. Dann mache ich noch das. So, und Jojo Meter fließt raus. Hier rein. Jawohl. Okay. Da hat wahrscheinlich 16 Buckets drin Platz. Jawohl, genau. So, und jetzt möchten wir einfach mal so zum Testen, stellen wir uns ein Uran wieder her, das wir da ja verloren haben. Und zwar, wie geht das? Können wir jetzt hier, genau, jetzt können wir hier ein Pattern auswählen von nebendran. Deshalb mussten wir ja die Pattern Storage gleich nebendran hinstellen. Und jetzt haben wir hier Uranium Ore. Und jetzt können wir hier auswählen, was wir machen wollen. Single Run, dann macht er das einmal, oder wir können Repeat Run anwählen, dann macht er das die ganze Zeit, solange er Energie und Jojo-Meter hat. Aber wir möchten das jetzt einmal machen, also Single Run. So, jetzt Energie, seht ihr hier, kommt an. Und ja, Jojo-Meter, also ja, wir können jetzt hier mal schauen, da wird jetzt wahrscheinlich wie die Sau Energie rausgezogen. Ne, wobei das hält sich noch in Grenzen. Wahrscheinlich ist gerade Tag. So, jetzt haben wir hier EU 100%, das ist alles da. Und ja, Jojo Meter haben jetzt erst 7%, weil das geht ziemlich lange,
bis er das verarbeitet hat. Weshalb, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber damit das Juju-Meter schneller geht, können wir hier Overclocker reinlegen. Und zwar, also Overclocker sind ja meistens, die haben nicht immer so einen guten Ruf. Wobei, ich finde sie noch gut. Normalerweise, wenn man hier einen Overclocker reinstecken würde, also ich kann das euch gleich mal demonstrieren. Ne, demonstrieren nicht, aber zeigen hier. Industrialkraft. Die kommen ja von da. So, wo sind die? Die sind ziemlich weit hinten. Ah, 5. Ja, das ist doch nicht. Okay, und hier steht jetzt Decrease Process Time to 70, 60. Ne, 70%. Also, das Verarbeiten geht nur noch 70% der Zeit, die sie vorhin gebraucht hat. Increase Power to 160%. Das heißt, sie braucht aber insgesamt mehr Energie dafür, dass die Zeit halt verkürzt wird. Aber das ist hier nicht so, weil EU ist ja hier vorgegeben, wie viel das es braucht. Also kann es da gar nicht mehr nehmen. Aber es geht schneller, weil dann mehr Juju-Meter gezogen wird. Ja, Overclocker. Mal sehen. Wie hat die gecraftet? Potassium, Sodium, die Kulanzelle, Wasserflasche und ja, warte, Moment mal. Water Cells haben wir, glaube ich, noch. Water. Das haben wir noch. Was haben wir denn eigentlich für Zellen sonst noch? Also Potassium hätten wir, Sodium aber nicht. Das heißt, wir müssen diese Variante wählen, wobei die ist auch nicht so effizient. Mal sehen. Okay, ja, der ist jetzt doch schon bei 46%, das ist ziemlich gut. Ich würde sagen, in dieser Zeit scannen wir hier nochmal ein paar Items. Und dazu greife ich jetzt gleich mal zum Cheat-Modus und begebe mich in den Kreativ. Denn die Hazmat-Suit funktioniert ja noch nicht so richtig. Und ich möchte jetzt mal schauen, ob man dieses normale Uranium auch herstellen kann. Also legen wir es da rein. So, und es wird gescannt. Und gescannt. Und gescannt. Ja, man sehen, was die Energie dazu sagt. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, damit wir nichts Falsches machen hier. Kreativmodus. Ja, die Energie steigt immer noch. Ja, das ist sehr schön. Da müssen wir vorerst mal nichts befürchten. Wir können die Fluidukte mal wieder zurücklegen. Plus, ja, die Scrap, man sehen. Scrap, ja, die Scrapboxen sind bald alle. Das heißt, wir müssen wieder welche herstellen dann. Ja, da wir jetzt genug Energie haben, geht das hier ratzfatz. Oder ich weiß nicht. Moment, ich nehme die Crystal Memory hier nochmal schnell raus. Und dann brauche ich mal den Wrench. Da ist er. So, ich weiß jetzt nicht. Bekomme ich Schaden, wenn ich aus dem Kreativmodus rausgehe? Nee. Also gehen wir raus. So. Und nochmal. Wir sind ja in dem Survival. So. Im Cheat-Modus werde ich mal noch schnell bleiben. Vielleicht werden wir nochmal in den Kreativ wechseln müssen. Habe ich jetzt einen Wrench eigentlich geholt? Herr Wrench, sind Sie im Inventar? Oh, was war das? Ah, irgendwas Komisches. Irgendwas so ein kleines Flimmern bei mir gerade. Weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt. So, ja, der ist schon bei 85%. Und hier. Ja, ich möchte eben noch schnell nochmal abbauen, um das andere Uran da wieder rauszubringen, weil das bringt nichts, wenn wir das zweimal drin haben. Und der hier ist bei 68%. 70, 71, 72, ja, geht relativ schnell. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir wirklich alles damit herstellen können, aber ja, wenn ihr Uranium auch schon herstellen könnt, dann
sollte es eigentlich schon gehen. Wobei ich habe bei Direwolf auch mal gesehen, er wollte Sticky Reason scannen und das hat nicht funktioniert. Aber es kann sein, dass es mit GregTech noch irgendwas ändert am Ganzen. Oder ja, ich bin da noch nicht so ganz informiert. Ich werde mich dann auch im Forum nochmal einen Weg erkunden. So, hier ist fertig. Sehr schön. Wir haben wieder ein Uran. Und das, okay, hier bauen wir jetzt den nochmal ab. Und gleich wieder dran. Mal sehen, hat er jetzt das gespeichert, das drin war? Ja, hat er. Okay, dann hat es gebracht. Aber löschen kann man es nicht. Import, Export. Naja, dann haben wir jetzt zweimal Uran drin. Oh. Und das geht anscheinend nicht, weil jetzt hat er schon wieder neu. Oder. Ah, es kann natürlich sein, dass Crystal Memory drin sein muss. Dass es nur dann geht, kann sein. Oder es kann jetzt natürlich auch sein, dass Uran eben nicht funktioniert. Das ist auch möglich. Oder es muss eine wirklich reine Crystal Memory drin sein, nicht eine, die schon irgendwas drauf hat. Oder? Müsste eigentlich gehen so. Ich gehe jetzt aber doch nochmal nach unten. Oder soll ich eine neue holen? Ich versuche es mal mit einer neuen, ob es dann geht. Ja, das sind ja schon fast richtig. So, Crystal Memory. Also die Rohr müssen wir zuerst wieder haben. Wiederfinden irgendwo. Da ist die Crystal Memory. Ah, die Rohr werde. Oh, ja, ich bin ja noch im Cheat-Modus. Sorry, Leute. Dann gehen wir wieder raus. Und so eine Rohr Crystal Memory. Zack. Haben wir natürlich. Ja, wenn ihr euch vielleicht fragt, woher ich Silikondioxid habe. Das kriegt man ja aus Claydust, aber ich habe es über eine andere Methode gemacht, nämlich über nicht Flint, sondern hier Black Granit Dust. Und Black Granit habe ich jede Menge von der Quelle bekommen. Wir haben hier immer noch 34k. Ja, ich werde mal schauen, ob ich das Ganze verarbeite. Überhaupt. Oder ja, recyceln könnte man es sogar. Das ist von GregTech nicht gesperrt. So, hier wird immer noch Eisen verarbeitet. Und ich möchte mal noch bei der MFSU vorbeischauen. Ja, die fühlt sich jetzt langsam wieder mit Energie, weil die hatten wirklich eine Energieknappheit in letzter Zeit so. Also Crystal Memory. Die MT. Ja, es kann sehr gut sein, dass es nicht funktioniert hat, weil keine Crystal Memory drin war, denn sonst würde ja Uran zerstört werden. Der hier arbeitet auf Hochtouren. Das wollen wir ja auch. So, man sehen. Error. Oh. Ist das deshalb? Und jetzt haben wir die rausgenommen. Okay, das heißt, Uran kann noch nicht scannen. Dann. Also ich meine, Uran, ja, kann man nicht herstellen. Direkt. Dann nehmen wir das wieder raus. Und ich muss mal schauen, was haben wir denn sonst noch? Also ja, wenn wir Uran ja selbst schon herstellen können, dann ist er doch schon ziemlich gut. Tiny Pile of Uran. Ich scanne das mal noch. Vielleicht funktioniert das. Wäre ja schon mal schön. Oder ja, wir schauen mal ins ME-System, was wir so noch scannen könnten. Was auch noch interessant wäre. Also Iridium, da werde ich die andere Methode wählen mit dem Molekulartransformer, weil wie viel haben wir eigentlich? Ja, wir haben schon wieder 17 Stück. Also Iridium, da weiß ich das Rezept bereits im Voraus, das habe ich bei Direwolf gesehen. Das braucht 22 Buckets Jujumeter und 22 Buckets Jujumeter
braucht leider zu viel Energie zum Herstellen. Deshalb ist es mit dem Molekulartransformer effizienter. So, wie viel hat es da noch drin? Ja, wir haben fast nichts gebraucht. Ist ja ein riesiger Tank da oben. Wenn ihr solches, wenn ihr Tiny Pile of Uran herstellen können, wäre es ziemlich geil. Dann hätten wir die unendliche Energiequelle praktisch auf sicher. Ja, jetzt braucht er Energie. Der hat anscheinend, also der Scanner. Wo ist er? Hier, der hat anscheinend einen sehr großen internen Speicher. Denke ich mal. Ja, der hat wahrscheinlich eine Million oder ja, ein paar Millionen, vielleicht sogar. Der hat sehr, sehr viel. So, wir warten jetzt mal schnell ein bisschen. Geht ja nicht allzu lange, solange er Energie hat. Mal sehen, was könnten wir sonst noch herstellen vielleicht. Also Dias geht übrigens auch. Oder ja, man kann eigentlich alles herstellen. Das meiste zumindest. Oder Cobblestone braucht auch. Kann man auch herstellen. Braucht aber auch ein bisschen was dazu. Also es ist nicht gratis sozusagen. Emeralds wäre vielleicht auch noch spannend. Ja, und was haben wir sonst noch? Ich weiß nicht, ob Gerechte-Items mit dabei sind oder ob nur Vanilla und Industrial Craft gehen. Overclocker, denke ich mal, geht nicht. Aber ich denke, das meiste, was gehen wird, sind Rohstoffe. Deshalb könnte es gut sein, dass auch dass sowas nicht geht, weil das ist ja bereits verarbeitet eigentlich. Mal sehen, gibt es einen Error oder gibt's was? Der ist gleich durch. 98, 99 und Error. Okay. Na dann. Dann ist es ebenso. Dann denke ich mal, wird man ziemlich sicher. Plutonium wird man dann ziemlich sicher auch nicht herstellen können. Aber ich denke, Rohstoffe, so könnte man das meiste wahrscheinlich herstellen. Scrap könnte auch funktionieren. Redstone weiß ich, dass es funktioniert. Ja. Aber wir haben jetzt sehr viel erreicht in ein paar Folgen. Wir sind jetzt bei Folge, das müsste Folge 47 sein, oder? Oder ist es 46? Ja, irgendwas so Mitte 40 rum sind wir im Moment und ich mache mal wieder eine Ankündigung. Folge 50, gehen wir ins End und bis dahin geht dieses Let's Play ganz bestimmt noch, aber danach, ja, ich weiß nicht, wie lange wir noch weitermachen. Die 1.7 Mods kommen ja jetzt auch mittlerweile nach und nach raus. Und ja, ich würde sagen, ich gehe noch aus dem Kreativmodus raus. Oh, fuck, fuck, was habe ich? Ich war noch verstrahlt. Okay. Dann war es eben so. Na egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Was machen wir dann? Ja, weiß ich noch nicht. Ich werde noch mal was raussuchen, was wir das nächste Mal machen können. Vielleicht sowas wie ein Quantum-Tank. Ja, Quantum-Tank wird ganz gut sein, dass wir sowas machen können. Oder was gäbe es sonst noch? Na egal. Sonst überziehe ich mal wieder. Wir haben jetzt schön die 20-Minuten-Folgen immer hingekriegt. Ein bisschen so plus minus in den letzten Folgen. Deshalb würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und seid gespannt. Wir gehen hundertprozentig noch ins End in diesem Let's Play. Und, ah ja, genau. Jetzt ist ja noch was ins Sinn gekommen. Ja, wir brauchen ja eine gute Rüstung dann und dann, ja, wir beginnen das nächste Mal, glaube ich, mit der Quantum Suit. Ist sicher eine ganz gute Idee. Also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann macht's gut.